Herr Weihbischof Gössel, auf der Homepage Ihres Erzbistums kann man nachlesen, dass Ihre damalige Ernennung zum Weihbischof bei Ihnen einen großen Schreck ausgelöst hat. Oder Schock, richtig, genau. Ein Schock oder Schreck, genau. Wie war es jetzt bei Ihrer Ernennung zum Erzbischof? War das ein riesengroßer Schock? Nein, es war anders. Es hat mich schon auch ein bisschen verunsichert, das schon, aber damals war ein völliger Umbruch, als ich Weihbischof wurde, für meine ganze Lebensplanung eigentlich. Und jetzt muss ich sagen, jetzt war ich 10 Jahre Weihbischof. Ich habe ein Jahr lang den erzbischöflichen Stuhl vertreten. Und von daher ist jetzt, sagen wir mal, diese Arbeit und das, was damit verbunden ist, schon ein bisschen vertrauter gewesen. Gleichwohl war es jetzt nicht mein Wunsch, Erzbischof zu werden, aber es war mir jetzt nicht mehr so fremd und insofern war es jetzt kein Schock für mich, aber es hat mir schon großen Respekt eingeflößt, ja. Das ist ja doch schon ein verantwortungsvolles Amt, das Sie da übernehmen. Sie waren vor Ihrer Bischofsweihe ja erst zu Bregenz im Bamberger Priesterseminar und anschließend im Würzburger, da die beiden Diözesen ja bei der Priesterausbildung eng zusammenarbeiten. Des Weiteren waren Sie im Erzbistum Bamberg dann für die Einführung der neuen Kaplänen in Ihrem Amt zuständig. Aus dieser Verbundenheit zum Priesternachwuchs, Herr Weihbischof Gössel, wird die Gewinnung von Priesteramtskandidaten einen Schwerpunkt in Ihrem neuen Amt einnehmen? Ja, sicherlich. Also ich meine, das wäre natürlich das größte Geschenk, glaube ich, für jeden Bischof, wenn er merkt, es gibt junge Leute, die sich auf diesen Weg machen. Als Priester, aber genauso auch als Ordensleute. Aber ich muss mich natürlich jetzt zunächst mal auch um den Priesternachwuchs der Diözese kümmern. Und da überlege ich schon, also was ist zu tun, wie kann eine Atmosphäre gestaltet werden, in der junge Menschen auch sagen, ja, diesen Weg möchte ich gehen oder ich möchte es versuchen oder ich spüre den Ruf des Herrn und lass mich darauf ein und lass mich ein Stück weit führen auch. Da müssen wir suchen. Wenn da jemand also eine gute Idee hat, bin ich sofort aufnahmefähig und aufnahmebereit. Aber wir tun uns ja alle im Moment sehr schwer und ich glaube, wenn, dann kann so etwas wirklich nur aus einer tiefen Stärkung von Christusbeziehung, von Glauben, von Gebet letztlich auch erwachsen. Ja. Ein Punkt ist da ja auch die Jugend. Wenn viele Jugendliche im Glauben sind, kommen daraus auch Berufungen. Wo wenig Glaube ist, ist wenig Berufung, sagt man ja auch. Und die Jugend hat in ihrem bisherigen Wirken ja auch immer eine wichtige Rolle gespielt. Sowohl in Bamberg wie auch in ihrer Zeit in Würzburg waren Sie der Initiative Night Fever verbunden. Haben Sie da auch schon Ideen, wie Sie die Jugend in dem Erzbistum der katholischen Kirche wieder näher bringen können? Ja. Also ich versuche einfach auch Zeit zu haben für Jugend. Also wenn die Jugendverbände oder Ministranten oder wer auch immer auf mich zukommen, dann sollen sie spüren, dass ich mich freue und dass ich versuche, auf jeden Fall mit ihnen ins Gespräch zu kommen, mir Zeit für sie zu nehmen. Ich glaube überhaupt, dass das Wichtigste ist, die geteilte Zeit, die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung, die darin steckt auch. Und also ich habe jetzt kein konkretes Jahresprogramm fürs nächste Jahr entworfen und nicht im Kopf, aber das wäre so mal so eine Grundhaltung. Das habe ich eigentlich schon als Pfarrer auch gesagt, weiß ich noch, in einer der ersten Pfarrgemeinderatssitzungen habe ich gesagt, also ich werde einen Schwerpunkt auf die Jugendarbeit setzen und das bedeutet aber auch, dass ich für andere Dinge weniger Zeit haben werde, damit alle auch gleich mal Bescheid wissen, was Sache ist. Und so ähnlich, denke ich, muss es hier auch sein. Ja. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben jetzt noch keinen Jahresplan sich entworfen, aber so eine gewisse Agenda hat man ja doch gerne im Kopf, was man so als die wichtigsten Aufgaben in seinem neuen Amt sieht, Herr Weihbischof Gössel. Was wäre das aus Ihrer Sicht? Ja, das ist sehr schön, Pläne zu machen. Was ich im Moment feststelle, ist, dass es einfach ganz viele Dinge gibt, die an mich herangetragen werden, ne? Und den Gestaltungsraum eigentlich sehr einschränken für
sagen wir jetzt, die neue Idee, die ich jetzt verfolgen möchte. Also ich möchte ganz gerne, dass in diesem Jahr jetzt aufgegriffen wird, der Impuls von Papst Franziskus, dass ein Jahr des Gebetes werden soll, ne, im Hinblick auf das Heilige Jahr, dass wir auch wirklich von innen her versuchen, Glaubensbestärkung zu betreiben. Also, und das geht nur, indem wir Gebetsschule einrichten, indem wir Anregungen geben, Menschen ermutigen zu beten, auch deutlich zu machen, dass sie beten. Das ist ja oftmals, was andere Menschen auch anspricht. Da kann eine Kniebeuge vor dem Allerheiligsten mehr Menschen zum Nachdenken bringen, als irgendwelche Seiten von irgendwelchen Ideen, Überlegungen über Gebet. Ja. Also solche Dinge, glaube ich, einfache Zeichen zu fördern und Menschen zu ermutigen, da diesen Weg zu gehen, das wäre mal für das erste Jahr genug. Da, wenn das gelingt, ist auch, glaube ich, schon sehr viel gewonnen, kann ich mir vorstellen. Kurz bevor Sie hierher zur Frühjahrsvollversammlung der DBK angereist sind, hatten Sie noch einen Termin in München beim bayerischen Ministerpräsidenten. Sie mussten laut Staatskonkordat Ihren Eid auf die bayerische Verfassung schwören. Ein Termin wie viele andere für Sie oder etwas Besonderes, gerade in Zeiten, wo viele Menschen davon sprechen, unsere Demokratie muss besser geschützt werden? Also ein Termin wie jeder andere, es kann es schon gar nicht sein, weil er wirklich sehr außergewöhnlich ist. War auch sehr feierlich und auch in einer sehr guten Atmosphäre. Und ich denke, bei allen Äußerungen, sowohl bei der Rede des Ministerpräsidenten als auch bei dem, was ich gesagt habe, ist, glaube ich, schon deutlich geworden, die Kirche hat in dieser Zeit, in der so vieles auseinanderdriftet und auch Spaltungen entstehen, eine ganz wichtige Funktion auch zusammenzufügen durch ihre Botschaft. Nicht, weil wir alles so toll machen und wir selber sind ja auch gespalten leider, ja. Aber wir haben zumindest den Anspruch, dass es so nicht sein darf und dass wir uns bemühen müssen, zur Einheit zu finden und Einheit in Verschiedenheit zu leben. Und ich denke, da haben wir als Kirche einen ganz großen Auftrag auch und das unterstütze ich von daher diese Initiativen sehr gerne. Herr Weihbischof Kössel, als Oberhirte Ihres Bistums haben Sie in Zukunft noch mehr Verantwortung und bestimmt einen nicht weniger vollen Terminkalender wie bisher. Woher schöpfen Sie Energie und Zuversicht für Ihre neue Aufgabe und wo liegen denn Ihre spirituellen Wurzeln? Also für mich ist das Stundengebet wichtig. Gott sei Dank ist das so, weil es habe ich ja auch. Ich komme, also das Stundengebet und sagen wir mal so diese persönliche Jesus-Beziehung, diese Christus-Beziehung, die ist mir von klein auf eigentlich geschenkt und da bin ich sehr dankbar dafür. Auf den Etappen meines Weges waren mir wichtig immer schon die benediktinische Spiritualität, also so, da kommt wieder das Stundengebet, das Chorgebet, dazu auch das Gemeinschaftsleben und dann auch so Begegnungen mit dem Karmel. Also vor allem jetzt auch in meiner Zeit als Pfarrer, wo ich da in einem Säkularinstitut zusammenarbeiten durfte, die vom karmelitanischen Geist geprägt sind. Und da habe ich auch gedacht, das ist auch so eine Art des einfachen Daseins vor Gott im Alltag. Und solche Impulse, die sind für mich sehr prägend geworden, ja. Und daraus schöpfe ich auch viel Kraft. Sie waren ja fast 10 Jahre Weihbischof unter Ihrem Vorgänger, Erzbischof Schick, der Sie ja auch zum Bischof geweiht hat. Was möchten Sie ihm als sein Nachfolger jetzt noch mit auf seinen Weg in seinem neuen Lebensabschnitt geben? Ja, wir sehen uns ja Gott sei Dank oft. Ich wünsche ihm, dass er wirklich jetzt die Zeit hat und die Kraft dafür auch geschenkt bekommt, die Dinge zu tun, die er schon lange tun wollte und nicht konnte, weil er einfach zeitlich eingebunden war und ein unglaubliches Pensum auch absolviert hat. Und ich weiß, dass er das jetzt auch angegangen ist und dazu wünsche ich ihm einfach alles Gute und freue mich daran. Und außerdem freue ich mich, dass er da ist und dass man ihn immer mal fragen kann und
dass er auch bereitwillig Auskunft gibt, ohne sich jetzt da einzumischen oder was, sondern einfach als Berater zur Seite zu stehen und auch als Helfer. Zum Abschluss noch, Herr Weihbischof Kössl, die Frage: Was wünschen Sie sich in Ihrem neuen Amt und auch für Ihr Erzbistum für die Zukunft? Also ich wünsche mir, dass es uns gelingt, den Glauben an Jesus Christus, an den dreieinen Gott, an die frohe Botschaft so zu leben, so mit Leben zu erfüllen, dass viele, viele Menschen da aufmerksam werden und auch daraus Kraft schöpfen können. Und das, wie gesagt, das wünsche ich mir, dass ich es schaffe, das zu unterstützen, da auch Freiräume zu schaffen, auch wahrzunehmen, wo das überall schon geschieht. Ne? Das passiert ja nicht nur im Bischofshaus oder nicht nur dort, wo hauptamtlich Tätige sind, sondern es passiert an ganz, ganz vielen Stellen. Das wahrzunehmen, dankbar zu sein dafür und Menschen auch zu ermutigen, diesen Weg weiterzugehen und ihn aber auch in Gemeinschaft, das ist ja bischöfliches Amt, letztlich auch alles in diese Gemeinschaft zurückzubinden, zu schauen, dass wir beieinander bleiben. Das wünsche ich mir für mich und für unser Bistum, dass uns das in den nächsten Jahren gut gelingt, und dann wäre ich schon sehr glücklich und zufrieden. Darf ich zum Abschluss noch um den Segen für unsere Hörer bitten? Sehr gerne. Es segne, beschütze und begleite, es stärke euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.